Hallo und herzlich willkommen zu Nerdfallmedizin. Ihr fragt euch vielleicht, wer das neben mir heute ist. Und zwar ist es ein Freund und Kollege von mir, der Chris Engelen. Chris ist Anästhesist, ist Notarzt in der Luft und am Boden, macht ganz viel mit Schockraum und so weiter und so fort. Und ich bin extrem froh, dass er heute da ist. Danke, Chris, dass du gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Komme gern. Und dass du mit mir da vor der Kamera schwitzt. Zum Thema Analgosedierung, denn das ist ja was, was ihr als Narkoseärzte Ab und zu mal ab machen. und zu hin und wieder mal macht, genau. Und da gibt es auch ein ganz nettes Paper, wo wir dieses Thema schon mal zusammengefasst haben. Den Link dazu und so weiter findet ihr alles in den Shownotes. So, gehen wir gleich voll rein ins Thema, Alles klar, Chris. gerne. Wenn du also jemanden hast, ganz konkret, ich stürze jetzt aufgrund dieses stressigen Videodrehs, breche mir den Unterschenkel, der ist offen, das tut Schweineweh und ich brülle wie ein kleines Mädchen und möchte jetzt von dir als Notarzt eine Medikation. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du dir denkst, Analgosedierung, los? Okay, also wir sind uns einig, ist ein häufiges Thema, häufig auch Nachforderungen vom Rettungsdienst zur Analgosedierung als Notarzt. Im Endeffekt lasse ich, wie fast immer, oft sozusagen subkortikal, aber es läuft so ein gewisses Schema ab. Das heißt, ich stelle mir ein paar Fragen. Erste Frage ist, ist die Analgosedierung notwendig? Also brauche ich Analgosedierung? Reicht eine Sedierung? Also hat es nicht so viel mit Schmerzen zu tun, brauche ich nur ein bisschen einfach Beruhigung in der Situation? Die Frage beantwortet sich meistens sehr schnell. Der Durch mein Patient, Heulen. genau, weint und es ist alles ganz schlimm und es tut ganz schlimm weh. Der Patient muss aus dem achten Stock runtergetragen werden, hat starke Schmerzen. Da kommt es ja meistens darauf an, wenn Frakturen mal immobilisiert sind, tun sie nicht mehr so weh. Aber bis es mal soweit ist oder man muss reponieren, braucht man einfach eine gescheite Geschichte, damit der Patient dann zufrieden ist. Das heißt also, erste Frage ist, brauche ich die Analgosedierung? Ist sie notwendig? Und die zweite Frage, die sollte man sich schon stellen, ist eine Analgosedierung als reine Analgosedierung überhaupt möglich? Also Okay. habe ich einen Patienten vor mir, wo ich es auch machen kann? Ja, da geht es vor allem darum, habe ich einen Patienten, der durch meine Analgosedierung vielleicht gefährdet ist, zum Beispiel zu aspirieren? Also einen Patienten, der bewusstseinsgetrübt ist nach Schädel-Hirntrauma, ein Patient, der vielleicht erbricht. Da bin ich natürlich maximal vorsichtig mit einer reinen Analgosedierung und muss dann, da gibt es ja auch relativ klare Empfehlungen und auch Leitlinien, wann auch eine präklinische Narkose dann wichtig ist, muss ich mich vielleicht doch entscheiden, okay, Analgosedierung reicht nicht, ich brauche doch eine Narkoseeinleitung. Und Und dann dann. eben auch eine Narkose mit Intubation. Das Schöne ist, die Medikamente sind dieselben, man braucht ein bisschen mehr dafür. Okay. Also in meinem Fall, ich brauche ganz schlimm was gegen die Schmerzen, weil ich ganz Mit arm Sicherheit. bin. Aber so gibt es jetzt keinen super Risikofaktor, wo du sagst, Schädelhirn oder. Nein. Das heißt, wir machen das jetzt, Genau. oder? Es ist natürlich immer ein bisschen schmaler Grat. Der Notfallpatient an sich gilt immer als nicht nüchtern. Und deshalb ist dann der nächste Punkt wichtig, nämlich die Vorbereitung im Team und auch die Vorbereitung des Patienten. Okay. Das heißt, gute Kommunikation. Ich muss meinem Team sagen, was möchte ich, wie soll es laufen, was wollen wir weitermachen. Ja, wenn der Patient dann schläft, was machen wir dann? Reponieren, immobilisieren und so weiter. Wie kommt der Patient die Treppe runter und so weiter? Das sollte kommuniziert werden. Und dann der allerwichtigste Punkt, der Patient muss vorbereitet werden. Bedeutet, ich brauche ein adäquates Monitoring. Okay. Ja, gibt es zum Beispiel Empfehlungen aus der inneren Medizin, Monitoring bei Analgosedierungen, bei Interventionen. Da kann man sich das ein bisschen abgucken. Also wichtig ist mit Sicherheit Sauerstoffsättigung, ohne die geht es nicht. Blutdruck sollte man auch mal gemessen haben. EKG kann man sich jetzt darüber streiten, ob man es unbedingt braucht. Bei jungen Patienten, wo jetzt das Herz gesund ist, wahrscheinlich nicht wirklich unbedingt. Wir machen es trotzdem eigentlich standardmäßig immer dran, weil es dazugehört. Hat man auch ein bisschen ein Backup, oder wenn das Genau. Pulsoxy runterrutscht, dass Genau. man zumindest irgendwie einen Rhythmus sieht oder so, oder. Genau. Macht es natürlich nochmal ein bisschen sicherer. Was eine gute Sache ist, die häufig nicht gemacht wird oder unterschätzt wird, ist eine Kapnographie. Das heißt, einfach um zu sehen, Atembemühungen, die sehe ich natürlich schon lange, also eine Apnoephase sehe ich da natürlich schon deutlich länger, bevor die Sättigung fällt. Ja, Ja? okay. Also, der Patient muss gemonitort werden, der Patient braucht Sauerstoff Ja. und ich brauche einfach alles Material oben, um auch etwaige Probleme behandeln zu können. Das heißt, dazu gehört mit Sicherheit ein Beutel und eine Maske, also um eine Maskenbeutelbeatmung machen zu können. Und wahrscheinlich auch eine Absaugpumpe, ja, wenn der Patient dann doch erbricht. Ja. Nichts ist blöder als der Patient im achten Stock, der eine Apnoephase hat und man möchte den Maskenbeutel beatmen und der
Beutel ist leider im Retter unten auf der Straße. Das gibt dann gerne mal eine Mund-zu-Mund-Beatmung, die jetzt vielleicht nicht immer so schön ist. Das kommt auf, wenn ich der Patient bin, mit warum Sicherheit, nicht, ne? Ja, mit Sicherheit. Weiß man nie, was sich da ergibt, aber okay. Okay, also wir wissen es, wir kommunizieren es mit dem Team. Der Patient wird gut monitorisiert, hat noch möglichsten Zugang. Über die Möglichkeiten der anderen Applikationen reden wir, glaube ich, gleich nochmal, der auch gut läuft. Das wäre alles ganz schick. Okay. Wenn jetzt jemand Schmerzmittel und Sedierung braucht, also eine echte Analgus-Sedierung, gibt es ja eine riesen Bandbreite an Medikamenten, auch präklinisch. Was sind so deine Kochrezepte oder wie gehst du da vor? Was wählst du da aus? Also grundsätzlich ist es so, dass man fast alles miteinander kombinieren kann und es funktioniert auch alles irgendwie. Das Schöne an Anästhesie, man kann wirklich viel probieren. Ich würde immer empfehlen, dass diese Kombination zu nehmen, mit der man sich auskennt. Dass man einfach weiß, wie viel muss ich spritzen, wie viel brauche ich, wo gibt es Probleme, ab wann gibt es Probleme und dann weiß ich auch, was ich tun kann. Also mit was fühle ich mich sicher? Ich denke, es wird verwirrend, wenn man zu viel erzählt. Es gibt zwei große Kochrezepte. Ein Kochrezept ist Midazolam, Ketamin oder Esketamin, je nachdem, was man hat. Meistens präklinisch inzwischen Esketamin. Das andere Kochrezept ist Fentanyl. Eigentlich als Monotherapie, man kann es auch kombinieren, aber an sich kommt man mit Fentanyl alleine auch meistens ganz gut klar. Okay, kombinieren würdest du das dann eher, wenn du sagst, du brauchst jetzt noch ein bisschen was zum noch mehr sedierende Wirkung, ist es dann eher Propofol oder Midazolam? Was wäre das so dein... Also wenn ich mehr sedierende Wirkung brauche, dann würde ich Fentanyl mit Propofol kombinieren. Wenn ich sage, ich habe einen Patienten, der sehr starke Schmerzen hat und wo ich merke, der hat schon viel Fentanyl gebraucht, hat immer noch Schmerzen, noch mehr Opiat, vielleicht ein bisschen schwierig, dann kann man es auch gut mit Ketamin kombinieren. Es geht auch sehr gut, gerade für die Analgesie, aber das ist eher nicht so häufig. Also an sich, wie gesagt, meistens komme ich mit Fentanyl alleine gut klar, wenn, dann gibt es ein bisschen Propofol dazu. Was halt cool ist, alle beiden von diesen Kochrezepten, ne? Also sowohl Fentanyl Mono als auch Midazolam Ketamin oder Esketamin, sind ja beide Sachen, die IV und intranasal funktionieren. Also IV-IO sowieso, ne? Aber beide auch intranasal. Also off-label, bla bla bla, aber die man halt auch schnell über die Nase geben kann. Finde ich, haben wir vorher gerade drüber gesprochen, bei Kindern zum Beispiel, bevor man da jetzt 15 Mal versucht, da in die Patschhändchen irgendwo was reinzulegen, während die da brüllen, weil der Unterschenkel durch ist, ist das natürlich eine coole Variante. Chris, eine Spezialfrage, gibt es irgendwo was, wo du sagst, da würde ich eher aufpassen? Das ist eine Kombination, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, also aus meiner Erfahrung, wobei das ist meine persönliche Erfahrung, deshalb kann ich jetzt auch nicht mit Studien belegen, muss man ehrlicherweise sagen, halte ich mich sehr zurück mit Ketamin oder auch Esketamin bei alten Patienten, weil ich doch die Erfahrung gemacht habe, dass die eher unruhig werden und dann mehr Dormicum brauchen, was dann wieder Probleme machen kann. Also da bin ich eher vorsichtig. Okay. Also benutze bei alten Patienten lieber Fentanyl. Ja, natürlich in noch kleineren Schritten und einfach vorsichtig. Und bei was ich auch schlechte Erfahrungen mache, sind Kombinationen von zu vielen Medikamenten. Also meistens ist es so, wenn ich von meinen Kochrezepten, also drei Kochrezeptmedikamenten, Midazolam, Esketamin und Fentanyl. Wenn ich zwei der drei irgendwie kombiniere, geht es meistens gut. Sobald das dritte dazukommt, gibt es Abnehmphasen. Also da habe ich einfach rate ich zur Vorsicht, wenn man zu viel kombiniert, gerade die drei miteinander kombiniert, muss man einfach vorsichtig sein und darauf vorbereitet sein, dass es mal eine Abnehmphase geben kann. Das ist ja ein richtig gutes Stichwort. Abnehmphase. Genau. Jetzt ist es so, jetzt hat man zu viel erwischt, den Patienten falsch eingeschätzt. Vielleicht ist auch der Schmerzreiz dann gar nicht mal so schlimm, weil er jetzt gut gelagert ist. Der Sympathikusreiz ist weg, die Medikamente prügeln richtig durch. Jetzt hört er auf zu schnaufen oder schnauft ganz schlecht. Hast du da so eine, also ich weiß, du hast eine mentale Checkliste, was ist so deine Checkliste, die du dann durchgehst, wenn da so jemand aufhört zu schnaufen? Ja. Also vorhin schon mal angesprochen, sozusagen proper preparation ist immer gut. Man muss vorbereitet sein, es muss klar sein. Und es geht mir natürlich auch so und es passiert mir natürlich auch, jetzt nicht ganz selten, dass man zum Beispiel einem Patienten Fentanyl gibt und doch unterschätzt, dass er Alkohol getrunken hat und dann gibt es eine Abnehmphase. Das ist halt einfach so. Ja, ja. Ja, also wichtig finde ich am Anfang, dass man gut vorbereitet ist und dass man den Patienten vorbereitet. Also haben wir vorhin schon gesagt, Sauerstoffgabe, da ist man deutlich entspannter, weil die Abnehmphase einfach länger gut geht. Vielleicht bis auch der nächste Atemzug wieder kommt. Kapnographie, da kann ich auch lange bevor die Sättigung abfällt, sehe ich schon, dass der Patient jetzt nicht mehr atmet. Als Anästhesist
tut man sich auch leichter, weil man Thoraxbewegung, Bauchbewegung doch besser auch mit einer adäquaten Atmung in Verbindung bringen kann. Also auch die reine Beobachtung des Patienten hilft ganz gut. Die Kapnographie bietet sich an, zum Beispiel im Hubschrauber, Patient im Sack verpackt, es ist laut, dann ist es halt natürlich ein ganz schönes Tool, das so zu überwachen. Wenn der Patient eine Apnoephase hat, keine Panik, definitiv. Ja, man kann sozusagen die Schritte einzeln durchgehen. Ich fange oben immer an, den Patienten zu stimulieren. Okay. Das heißt also, ich spreche ihn an, ich rüttel ihn. Man kann auch mal einen Schmerzreiz setzen, also mal an der gebrochenen Klavikula rütteln oder mal am gebrochenen Unterschenkel drücken. Das gibt meistens einen adäquaten Schmerzreiz. Das heißt, dann kommt auch mal die Atmung wieder. Das ist ja diese typische Kommandoatmung bei den Opioiden. Also würdest du denen auch richtig quasi sagen, jetzt schnaufen Sie mal ein, oder ist das dann wurscht? Reicht es nur der Reiz? Oder das kommt auch an. Ich mache das meistens zusammen, dass man mal wackelt und sagt, jetzt schnaufen Sie mal tief. Und dann funktioniert es meistens schon ganz gut. Nächster Schritt wäre dann tatsächlich die Atemwege frei machen. Sollten sowieso frei sein, das ist klar, bei der Lagerung ein bisschen darauf achten. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann den Kopf überstrecken, wenn das möglich ist. Also wenn HWS-Trauma ausgeschlossen ist. Sonst Hilfsmittel, die man so hat, Güdeltubus, Wendeltubus, wenn vorhanden, kann man machen. S machen oder so. S-Mach-Handgriff, genau, also quasi den Unterkiefer nach vorne ziehen, kann man selbstverständlich auch machen, um eben dann den Atemzug oder die Atmung wieder möglich zu machen. Und es ist tatsächlich ganz oft so, dass man das doch unterschätzt, das Zurückfallen der Zunge, gerade unter Analgosedierung. Und oft so, man zieht am Unterkiefer und der Patient macht einen richtig schön tiefen Atemzug und weiß, alles klar, passt schon, wieder läuft. Ja. Nächster Schritt wäre Maskenbeutelbeatmung. Okay. Das ist natürlich ein bisschen heikel, ne? Ein bisschen heikel, muss man machen. Ich mache das vorsichtig. Wenn ich merke, ich kann ohne großen Druck den Patienten Maskenbeutel beatmen, bin ich maximal entspannt, weil dann weiß ich, alles klar, da kann ich mir jetzt einfach ein paar Minuten Zeit habe ich und ich kann den Patienten immer beatmen. Es kommt also nicht zu Problemen. Aber Vorsicht, der Notfallpatient ist nicht nüchtern. Das heißt, wenn ich den Patienten Maskenbeutel beatme, muss ich schon extrem vorsichtig sein, dass ich den Magen nicht überblähe und eben dann Erbrechen erst induziere. Das wäre natürlich, wir sind zwar darauf vorbereitet, aber optimal wäre es natürlich nicht. Das ist nie optimal. Und ob man dann so schnell absaugen kann, ist die Frage. Ja, und wenn da noch ein halbes Schnitzel entgegenkommt, das lässt sich eh nicht gescheit absaugen. Ja, also muss man vorsichtig sein. Weiterer Schritt wäre antagonisieren. Also wir haben Opioide können wir antagonisieren mit Naloxon, Narcanti. Benzodiazepine kann man antagonisieren mit Flumazenil. Auch diese beiden Medikamente, großer Vorteil, der kann quasi in alles reingegeben werden, wo wir auch das ursächliche Medikament gegeben haben. Also die gehen auch im Off-Label-Use nasal, gehen natürlich auch IV, gehen natürlich auch intraosseer. Kann man gut machen, ist natürlich nicht ganz so elegant. Ja, ich spritze den Patienten erst mit einer hohen Dosis Fentanyl in die Apnoephase und antagonisiere das Ganze dann mit zwei Ampullen Narcanti und der Patient hat wieder Schmerzen und ich habe dann natürlich meine Therapiemöglichkeiten doch deutlich eingeschränkt. Ich habe das noch nie gebraucht. Es ist, wenn es jetzt gar nicht anders geht, kann man das machen, aber sollte man natürlich eher vermeiden. Ja, okay. Genau. Und der letzte Step wäre tatsächlich, Patient hat doch so eine Apnoephase oder braucht vielleicht so viel Analgosedierung, dass es nicht möglich ist. Dann muss man halt eine Narkose einleiten und den Patienten intubieren. Auch da ist das Schöne, Medikamente sind schon drin. Dann kann man vielleicht noch die Relaxierung mit kombinieren, um einfach sich die Bedingungen einfacher zu machen. Aber so hat man einen ganz guten Step. Also zusammengefasst, Patienten stimulieren, Patienten Atemwege frei machen, Atmung unterstützen und wenn es antagonisieren, wenn es denn unbedingt sein muss. Und als letzter Schritt dann tatsächlich die Intubation und die Narkoseeinleitung. Okay. Oder Narkoseeinleitung und Intubation. Genau. Besser das in dieser Reihenfolge. Ja. Ach, je nachdem. Okay, Chris, dann haben wir schon jetzt mal einen guten Überblick über die groben Pfade. Du hast mir versprochen, du bleibst noch mal kurz da und wir machen im nächsten Video ein paar Fallbeispiele. Sehr gerne. Und besprechen so, was wird der Chris jetzt wirklich in dem Fall und in dem Fall ganz konkret auswählen und welche Dosierung so grob dann auch. Für mich waren jetzt noch ein paar wirklich wichtige Tipps drin, die ich noch mal wiederholen wollte. Also ich glaube, die Vorbereitung, die darf man echt nicht unterschätzen. Auch wenn jemand da jetzt vor Schmerzen schreit, Vorbereitung ist super wichtig, weil sonst hat man das Problem einfach ein paar Sekunden später. Das zweite, eine Kapnographie ist was sehr, sehr sexy ist sehr, sehr schick. Und was ich noch gut finde, ist, dass man eine Checkliste hat für die Apnoe, also dass man ein grobes Vorgehen hat, dass man auch so schrittweise abarbeiten kann, wenn es eben zu diesem Notfall quasi kommt. Gibt es noch irgendwas von dir, wo du sagst, das ist
Aus der Erfahrung, denkt an die nasale Gabe, super schick, super gut, gerade bei Kindern. Überraschenderweise gibt es doch viele Kollegen, die das einfach nicht machen, obwohl das wirklich sehr gut geht, gerade mit diesen MADs. Warum auch immer, weiß ich nicht ganz genau. Man muss natürlich auf bestimmte Sachen achten. Zum Beispiel verrotztes Kind, da ist es ein bisschen problematisch mit der Gabe. Man braucht adäquate Dosierungen, sonst funktioniert es auch nicht. Man muss natürlich auch adäquat Zeit einplanen, braucht doch ein bisschen, damit es wirkt. Aber an sich eine super Sache, die auch bei Erwachsenen gut funktioniert. Ja, also Patient, alter Patient, Oberschenkelhalsfraktur mit schlechten Venenverhältnissen, auch die kann man gut mit Fentanyl nasal analgesidieren, so dass man sie gut transportieren kann. Okay, ja. Immer dran. Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Bin auch ein großer Fan von der nasalen Gabe. Da gab es ja auch ein Video, ich werde das jetzt, ich glaube, in der oder in der Ecke irgendwo nochmal verlinken, wo wir das mal zeigen, wie das beim Philipp funktioniert, wie man das so gibt. Ja, das war's von uns jetzt mal für den ersten Teil Analgosedierung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was uns beide interessiert ist, erstens, was sagt ihr dazu? Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht ganz andere Kochrezepte? Habt ihr andere Abläufe, die ihr benutzt? Oder findet ihr das eh ganz gut, wie wir das machen? Oder wie wir das jetzt so zusammengefasst haben? Schreibt uns alle Fragen. Ich werde die alle an den Chris weiterleiten. Da freut er sich sicher. Ich versuche alles zu beantworten. Ja. Und natürlich wie immer Video teilen, liken, weiterschicken. Es gibt uns auf WhatsApp, Facebook und überall außer auf Instagram, glaube ich, oder so. Bis bald beim nächsten Mal. Danke, Chris. Und sehr schön. Wir sehen uns. Nächstes Mal. Ciao. Tschüss.